Hallo Marius mit Wendling, sisu-training.de, heute die 176 von 365 mit dem Thema aus leider angegebenem Anlass oder aktuellem Anlass. Wiedereinstieg nach Krankheit. Momentan sind wahnsinnig viele Sportler, die ich betreue, krank. Ich leider auch. Und da stellt sich mir immer die Frage, oder stellt sich für viele die Frage, wann kann ich denn eigentlich wieder mit dem Training anfangen? Und ich sage immer, jetzt um die Jahreszeit ist es wichtig, dass man irgendwie das alles auskuriert. Und man verliert auch nicht so viel Training und es ist noch lange Zeit hin bis zu den Hauptwettkämpfen im Sommer. Und von daher kann man sich auch mal ein bisschen locker machen, so dass ich folgende Regel eigentlich aufstelle. Das möchte ich jedem gerne mitgeben, weil es doch wichtig ist, dass man sich das wirklich zu Herzen nimmt und richtig auskuriert. Nicht, dass es irgendwelche Folgeschäden wie Herzmuskelentzündung oder sowas gibt. Ich sage immer, letzter Tag, nachdem ich irgendwie krank bin, plus 2 symptomfreie Tage, da kann man wieder einsteigen beim Training. In der ersten Woche nur G1 trainieren, also nichts Intensives, ganz ruhig, locker, schön warm eingepackt, das geht. Aber ihr seid krank, bis beispielsweise Sonntag, und macht dann Montag und Dienstag nochmal frei und am Mittwoch fangt ihr richtig an zu trainieren. Weitere Regeln, was das Schwimmen angeht, Sonderregeln, müssen 5 symptomfreie Tage, bevor ihr wieder ins Wasser steigt, weil die Keimbelastung im Wasser doch recht hoch ist und die Schleimhäute bei Erkältungskrankheiten natürlich angegriffen sind. Und ihr da auf jeden Fall auch relativ schnell wieder Infektionen bekommen könnt. Und von daher gönnt euch da nochmal 5 Tage symptomfrei, um einfach sicher zu gehen, dass ihr da nicht Gefahr lauft, irgendwie rückfällig zu werden. Ich wünsche allen, die krank sind, gute Besserung und bewahrheitet es oder nee, zieht es durch. Ich kann gar nicht richtig sprechen, ich bin ganz durcheinander. Haltet euch dran, ist besser. Ciao.